Bereits zum 42. Mal fand der Landesleistungsbewerb der niederösterreichischen Feuerwehrjugend statt, diesmal in Schönkirchen-Reiersdorf im Weinviertel. Unter harten Wettbewerbsbedingungen zeigten die Kids, was sie alles schon gelernt haben. Wir beobachteten dabei speziell die Feuerwehrjugend aus Rannersdorf. Heute Landesfeuerwehrjugendlager hier in Schönkirchen-Reiersdorf. Ein Lager mit einer riesigen Dimension. Wie viele Kinder oder Jugendliche sind denn da? Also gesamt 5.200, also zwischen 5.200 und 300 Jugendliche mit Betreuer. Schwechat-Rannersdorf ist ebenfalls mit einer Gruppe da. Das heißt, ihr habt euch auch gut vorbereitet. Wir haben uns gut vorbereitet, sind ein eingespieltes Team von den Betreuern her und haben das relativ flott aufgebaut, die Zelte. Und die Jugendlichen sind dann gekommen und haben die Zelte bezogen und wir haben das Lagerleben dann genossen. Herr Schönbeck, Sie sind der Bewerbsleiter für, wie nennt man den Bewerb, Lauf oder wie sagt man dazu den Bewerb? Dieser Bewerb der Feuerwehrjugend besteht aus zwei Teilen. Einmal den Löschangriff mit Hindernissen und den zweiten Teil, den Staffellauf, wo ebenfalls Hindernisse auf einer 400-Meter-Bahn zu bewältigen sind. Der Löschangriff besteht aus dem Verlegen einer Löschleitung über und durch Hindernisse durch und dann das erfolgreiche Bekämpfen eines fiktiven Brandes mit einer Kübelspritze, dass eben hier jeweils 5 Liter in diesen Behälter hineingebracht werden. Weiter sind Geräte zum Erkennen, die richtig abgelegt werden müssen und dann zusätzlich noch 4 verschiedene Knoten anzufertigen. Also es ist eine gewaltige Leistung und das in 50 oder weniger Sekunden, die hier verbraucht werden. Ich muss sagen, die Bewerber sind positiv für uns vollendet worden. War wirklich super. Es hat auch jeder Jugendliche sein Abzeichen geschafft, das was Sinn und Zweck war bei dieser Sache. Und ich bin stolz auf die Jugend von der Feuerwehr Schwechat Rannersdorf, dass wir die alles geschafft haben. Das heißt aber, dass auch sehr viel trainiert wurde und die Kids sehr, sehr gut vorbereitet sind. Ja, seit das Wetter so jetzt einmal schön geworden ist und der Winter weggegangen ist, haben wir mit den Wettkämpfen zum Trainieren angefangen. Es gibt immer wieder schlechtere Tage auch, aber es sind Arbeiten, was man auch im Innenbereich trainieren kann, so wie zum Beispiel Knoten machen oder sonst Kuppeln, A-Kuppeln probieren und das kann man sehr wohl mit einer ebenfalls trainieren. Das bedarf natürlich auch einer riesigen Organisation, nicht einfach zu bewältigen. Das ist richtig, aber dadurch ein eingespieltes Team habe ich meine Kameraden, sind wir eigentlich, wie gesagt, eingespielt. Und es ist ja so, dass wir schon Mittwoch Vorbereitungsarbeit machen mit Beladen, das ganze Zelt beladen, das ganze Equipment, was wir brauchen. Und somit werden auch die Jugendlichen schon ein, zwei Wochen vorher, dass wir Besprechungen haben, wie das Ganze, weil wir haben doch immer wieder neue Burschen dabei, die was das noch nicht kennen, das Lagerleben, wo wir sie auch ein bisschen darauf vorbereiten, sie informieren, wie das Ganze abläuft. Und somit haben sie schon ein bisschen einen Einblick in das ganze Leben, wo wir sogar einer schon gesagt haben, was es zum Essen gibt. Und also sie konnten sich schon ein bisschen auch von der Verköstigung sich vorbereiten, was die ganze Zeit gibt zum Essen. Und eben auch für das Lagerleben, wo sie auch dann von den älteren Burschen schon einer erklärt wird, wie das Ganze abläuft. Wie sind Sie überhaupt so mit dem Ergebnis jetzt schon zufrieden? Der Großteil der Leistungen sind hervorragend. Die Kinder sind von den Jugendbetreuern gut vorbereitet. Dass gelegentlich durch Nervosität oder Aufregung das eine oder andere passiert, ist so, tut uns immer wieder weh, wenn wir einen Fehler bewerten müssen. Aber die Bewerbsbestimmungen sind einzuhalten und daher muss man auch diesen Fehler leider geben. Auch das muss man lernen. Ja, das ist ja auch enorm wichtig. Auch die Kinder, auch wenn es schwierig ist, sie müssen auch akzeptieren und das für ihr späteres Leben einfach Fehler zu machen, kann passieren, das muss auch gelernt werden. Nur gewinnen funktioniert im Leben leider nicht.